Das erste, als ich den Nicola gehört habe spielen, war über einen Kollegen, der mich mitgenommen hat an ein Konzert in einem Zürcher Club. Und dort hat er in einer Band gespielt. Und das war das allererste Mal, als ich ihn gehört habe. Und ich würde sagen, das war auch so der Start, der Beginn von unserer Romanze, kann man schon fast sagen. Also es gibt zwei ziemlich prägende Momente, wenn ich an Nicola denke, wie er bei mir daheim in dem Haus Klavier gespielt hat. Und beide waren ziemlich nah aufeinander gewesen. Der erste, ich würde auch sagen, nicht weniger wichtig, obwohl er wahrscheinlich für den Nicola viel wichtiger ist, ist, als er da bei uns in der Stube ein privates Konzert gegeben hat und auch gleichzeitig eine Live-Platte aufgenommen hat. Und dann haben wir aus der Nachbarschaft ganz viele Leute eingeladen. Und die haben sich dann da in der Stube gemütlich gemacht. Und er hat zweimal ca. 15 Minuten aufgenommen. Und es hat dann eine Platte gegeben. Und der zweite ist, Nicolas hat dann nachher da geschlafen und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und dann ist der Nicolas einfach in der Unterhose bei uns in der Stube am Improvisieren gewesen. Und das ist auch so ein unglaublich lustiger Moment gewesen. Ich bin vielleicht ein bisschen jetzt voreingenommen, weil wir, der Nicolas und ich, über Magnolia geredet haben. Über die wunderschöne Pflanze und die Blume, die dort rauskommt. Und ich habe einerseits angefangen zu suchen nach diesen Bildern. Andererseits sind die auch gerade hier vorgekommen. Ich habe mich ein bisschen in einen Ast hinein projiziert und probiert, herauszufinden, wie spritzt es da raus. Und habe dann auf einmal gesehen, die Knospen raus poppen. Wie eine nach der anderen. Und das ist vielleicht jetzt auch, das unterstreicht es auch noch, dass wir so wunderschönes Wetter haben. Und wir jetzt auch Frühling haben und sowieso alles jetzt auch gerade anfängt zu blühen. Ja, darum habe ich jetzt gerade, ich würde sagen, ja, das ist eigentlich so das Bild, das ich jetzt gerade gesehen habe. Für mich ist es einfach ein. Ich sehe es jetzt nicht als wichtig oder als unwichtig an, sondern es ist intrinsisch, dass mich kulturschaffende Künstler einfach inspirieren. Dass ich es unglaublich schön finde, wenn andere Leute aus sich heraus etwas produzieren, das einmalig ist. Und ich habe in mir so einen Sammler-Persona. Und wenn mir etwas gefällt, dann muss ich das irgendwie haben. Und ich muss es auch haben, um es immer wieder zu konsumieren und dabei auch wachsen und lernen. Weil ich verstehe es dann immer wieder anders. Und auch, um mit jemandem darüber zu reden, um auch die Emotionen vielleicht zu teilen. Ob Künstler jetzt mehr leiden können oder mehr Emotionen verstehen, wahrnehmen. Ich könnte jetzt nicht eine präzise Antwort geben, weil das würde heissen, dass ich alle in den gleichen Topf rühre. Und wenn man irgendjemanden nicht kann generalisieren, dann sind es wahrscheinlich Künstler per se. Wenn mich ein Werk von einem Künstler ziemlich berührt, dann ist es oftmals mit extremen Emotionen verbunden und auch ehrlich vom Künstler eigentlich ein gewisser Strip, wenn der wahrnehmbar ist. Also wenn ich durch das Werk, sei es jetzt ein Lied, sei es ein Kunst, also sei es ein Bild, eine Installation, sei es ein Text, wenn ich den Künstler dahinter spüre, wenn er
ehrlich aus sich herausreden, dann bin ich oftmals am meisten berührt davon. Oder dann provoziert das so bleibende Momente, die sehr inspirierend sind. Und ich würde sagen, per se, für das braucht es schon jemanden, der sehr feinfühlig ist und auch keine Scheu hat, seine Emotionen zu zeigen. Ich würde sagen, ja. Einerseits schon aus der Grundlage, dass er oftmals aus dem Moment heraus spielt. Das heisst, er improvisiert. Aber es ist auch lustig, dass ich gesagt habe, inspiriert, weil das macht er gleichzeitig auch. Und für das muss man schon extrem feinfühlig sein, auch auf sein Publikum, auf den Moment, auf den Raum. Und ja, die Kombination davon ist schon ziemlich ehrlich. Ich habe es jetzt gerade ziemlich heavy gefunden. Wir haben jetzt vor, Nikolas und ich haben vorher darüber geredet, dass es jetzt Richtung Äthiopien geht. Mich hat es komplett in meine Kindheit zurückversetzt, ins Spanische, vor allem das Andalusische. Es hat so Passagen, wo so Gitarre, mich ganz stark an Gitarre erinnert hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und dabei meine ich mit nicht verstanden, dass ich irgendein Potenzial habe, in gesehen, wo ich noch etwas davon lernen kann. Und ja, darum freue ich mich, dass in naher Zukunft das zweite Mal hören darf. Also, was passiert mit dem Nikola? Visuell, wenn ich ihn gesehen spiele, das Live-Erlebnis von Nikolas auf der Bühne ist ziemlich insane. Auch nur schon von der Präsenz, die Nikolas hat. Auch abgesehen, also wenn er auch nicht auf der Bühne ist, sieht man um ihn herum, oder ich sehe um ihn herum eigentlich ständige Bühne. Und ich sehe somit nicht eine Transformation, wenn er auf die Bühne geht, sondern mehr einfach ein Fokus, wo ich mir bei jedem Künstler würde wünschen, dass es ist nicht eine Verstellung, es ist einfach ein Heiko. Ich finde, es sind ziemlich freie Klänge. Sehr unbeschwerte Klänge. Auch ziemlich motivierende Klänge. Ja, auch die verzählenden Klänge. So, jetzt nochmal das Wort Dynamik ins Maul. Es hat wie verschiedene Akte. Also ich sehe, ich höre einen Aufbau. Ich warte auf etwas. Ich werde belohnt beim Warten und es lässt mich ziemlich frei denken oder auch anders denken, geführt durch die Klänge. Zu der zweiten Frage sehe ich das schon, dass da etwas erzählt wird und ich habe das Gefühl, das kann ziemlich unterschiedlich verstanden werden, ob da die Geschichte von Nikolas erzählt wird oder ob er mir eine andere Geschichte damit will erzählen. Und ich glaube, das ist auch das Potenzial, das ich vorher erwähnt habe, dass es noch viel Zeug hat, das ich noch nicht verstanden habe. In seiner Musik ist es so passend zum Schaffen, weil sie nicht so prägnant in den Vordergrund kommt, wie jetzt, wenn ein Gesang dabei ist. Sondern sie füllt den Raum ganz anders. Sie hat eine ganz andere Dynamik. Und darum tue ich auch mal einfach sehr gerne einfach gezielt einfach ein Album vom Streichi auf der Platte laufen lassen. Ja, und bin dann oftmals einfach davon inspiriert. Wenn ich jetzt Bezug nehme auf diese Platte, finde ich einfach auch die Titelwahl jetzt momentan extrem spannend. Und die hat
hebt wie nochmal eine zweite Ebene oder so ein Layer rein, wo auch wieder so ein gewisses Potenzial hat, wo ich in die Relation setze und anfange, mir fragen oder mich fragen, wieso hat jetzt das gewählt? Wieso wählt er auch unterschiedliche Sprachen? Was will er mir damit sagen? Also es gibt immer noch dort einen Moment, wo ich irgendetwas daraus ziehen kann und lernen kann. Ob der Nicolas mit dem Album wie ein Portal funktioniert hat, würde ich jetzt nicht sagen. Wie funktioniert Inspiration, können wir eigentlich schon sagen. Und ich finde dort auch schon das Wort Inspiration so spannend. Oder wie erfindet man das Rad neu? Das ist wie unmöglich. Aber schlussendlich ist es durch das Verdauen von Inspiration, die man bekommen hat, durch das Zusammen-Einkochen von ganz vielen verschiedenen Sachen, tut man wieder etwas Neues, ein neues Gericht wie komponieren. Und da finde ich eben auch spannend, das Wort Inspiration, das Wort Pirat drin hat. Oder man ist wie ein Pirat, nimmt man, stellt man ganz viele verschiedene Sachen zusammen und kocht die zu etwas ganz Neuem. Und ich habe das Gefühl, dass man, wenn man somit das wie ständig macht und auch das ehrlich zu sich macht, dann ist man auch in der Lage, das Rad immer wieder wie neu erfinden und drehen lassen. Darum würde ich nicht sagen, dass es von einer anderen Welt ist, weil es gibt ganz klar Einflüsse, die den Nicolas zu dem motiviert haben. Ja, und die sind ganz sicher nicht sphärisch gewesen. Also die sind sehr, ich würde sagen, terrestrisch zu verankern. Ich würde sagen, der Nicolas ist ganz sicher ein absoluter Lebemann und ein Full-Range-Musiker. Bei Yes It's Ananias geht es für mich ganz klar in eine Richtung. Es ist, ich weiss, der Nicolas spielt auch noch unglaublich gut Gitarre. Er kann auch singen, er kann auch mit Leuten zusammen etwas Unglaubliches komponieren. Und bei Yes It's Ananias, bei ihm als Solokünstler, geht schon ziemlich fest um eine Narrative, wo er probiert, so in die Töne und in die Klänge zu übersetzen. Und so vielleicht auch selber noch irgendetwas lernen. Es ist eine eigene Sprache, die er da formuliert hat. Und darum würde ich jetzt sagen, so ein Full-Range-Musiker, einfach unter dem Namen. Obwohl ich genau weiss, das Potenzial steckt in ihm und das habe ich auch schon dürfen erleben. Bei Yes It's Ananias ist es ganz klar eine Sprache, die ausgebaut wird von Album zu Album, von Ort zu Ort und auch, auch abhängig ist von einem gewissen Publikum, von einer Lokalität, von einer Jahreszeit, von auch äußeren Einflüssen, wo ihn wahrscheinlich auch persönlich, eben seine persönlichen äußeren Einflüsse, wo wir als Zuhörer nur können erahnen und vielleicht hat man das Glück, dass man ihn persönlich kennt und er dir gewisse Background-Informationen zu etwas geben kann. Und somit auch nicht das Werk demystifiziert, sondern eher wie eine zweite Schicht kann oben drauf legen, wo man wie auch ein bisschen mehr Verständnis kann erlangen für seine Komposition. Würde ich ein paar nennen, die sich ziemlich unterscheiden. Also wenn ich jetzt im Bereich von Klavier denke, dann kommt mir ganz sicher mal Nils Frahm in den Sinn. Dann kommt mir oftmals auch Antiballas in Sinn, was wieder komplett etwas anderes ist. Dann denke ich auch oft an Fela Kuti. Da habe ich eine ganze so Playlists, auch mit etwas älterer klassischer Musik, wo ich finde, gewisse Passagen könnte ich wie so sagen, hey, das ist wie weitergeführt, das ist wie aufgenommen.
und weiterdenkt worden. Also ich kann nur aus meiner Position reden und ich würde sagen, die Musik hat ganz, ganz stark eine heilende Komponente. Ja, also sie kann meinen Mut komplett verändern. Also sie kann mich ziemlich schnell traurig stimmen, genauso wie im Gegenteil, also so ziemlich schnell fröhlich stimmen. Ich kann auch, nur schon durch wirklich aktiv Musik hören, fange ich an, schon mit dem Atem zu adaptieren. Oder ich fange an, und den Track nicht nur durch die Ohren wahrnehmen, sondern auch einzuschnaufen. Also wie, ja, durch mehr Sinn wie wahrnehmen. Und das kann gewisse Sachen lösen. Es kann gewisse Sachen aufbauen, es kann gewisse Sachen verstärken. Also ich würde Vater gerade jetzt gerade unterschreiben, ob Musik heilende Wirkung hat. Ich sage ja, safe. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso dass Musik so einen unglaublichen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Das Erste wäre Surprise. Das Zweite wäre Praise. Das Dritte wäre Mut. Hochnässig. Also einerseits sehe ich den Nicolas in 15 Jahren ganz sicher immer noch als guter Freund von mir. Das heisst, ich sehe ihn auch an meinem Esstisch hocken und miteinander über die letzten 15 Jahre reden. Dass wir uns zurücksehen, auch an dem Moment, wo wir da hocken in meinem Atelier und seinen neuesten Wurf hineinweibet. Andererseits sehe ich den Nicolas auch ganz stark auf ziemlich grossen Bühnen. Und zwar nicht aus einem egoistischen Sinn, sondern mehr, weil er irgendetwas zu erzählen hat, wo die Leute hören sollten. Und auch schön ist, wenn sie hören dürfen. Ich sehe ihn auf Plattformen, wo alles andere sind als Mainstream. Ich sehe ihn auf Plattformen, wo Leute sich ehrlich mit der Progression von Musik auseinandersetzen. Und auch eine Transgression von der Musik. Und ich glaube, genau so Künstler ist er in der Lage, zu inspirieren. Und somit auch seinen Beitrag leisten, um die Musik, wie wir sie jetzt kennen, zu verändern. Und darum glaube ich, dass von jetzt an bis in 15 Jahren wird er ganz klar seinen Teil dazu beitragen. Ein Stückchen von dieser Musik zu verändern.